Tief in Albions Wäldern lag die kleine Stadt Orgwell, unverändert vom Lauf der Zeit und unberührt vom Schwert. Hier lebte ein Junge und seine Familie. Ein Junge, der von Größe träumte. Davon, ein Held zu sein. Manchmal stellte er sich vor, ein edler Ritter oder ein Hexenmeister zu sein. Gelegentlich träumte er davon, ein böser Krieger zu sein. Aber in seinen Träumen von Größe hätte er sich nicht vorstellen können, was die Macht des Schicksals für ihn vorgesehen hatte. Los, Zeit aufzuwachen! Schon wieder Tagträume, ja? Ganz wie die Mutter, geistig immer abwesend. Los, tu was Vernünftiges und such deine Schwester, ja? Sie spielt am Tor des Grabhügelfeldes. Vergiss nicht, du hast ihr das Geburtstagsgeschenk noch nicht gegeben. Sag nicht, du hättest noch keins für sie. Tja, diesmal hau ich dich nicht raus, mein Sohn. Ich sag dir was, du bekommst ein Goldstück für jede gute Tat in und um Oakvale. Das sollte für ein Geschenk eigentlich genügen. Bewegung und schön Ärger aus dem Weg gehen. Und damit begrüße ich euch alle herzlichst hier bei Fable Anniversary, dem ersten Teil der Fable-Reihe der bisherigen Fable-Trilogie. Und Leute, ich muss sagen, ich freue mich schon riesig auf dieses Projekt, auf dieses Spiel. Projekt ist blöd gesagt. Ja. Oh Mann, ich hab ganz ehrlich, ich will gar nicht groß drum rumreden. Ich selber bin damals mit Fable 2 in die Fable-Reihe eingestiegen, damals ein Geburtstagsgeschenk von mir, tolles Spiel, und habe Fable 1 nie gespielt, da es damals ja für die alte Xbox erschien und erst die Anniversary-Fassung dann für die 360. Und ja, seit es die Anniversary-Fassung gibt, wollte ich das Spiel eigentlich haben und jetzt habe ich es endlich mit Unterstützung einer gewissen Person. Ja. Fable, ich denke mal, das Spiel sollte jedem Xbox-Besitzer oder auch jedem PC-Besitzer ein Begriff sein. Fable 1, ja, war ja damals was Außergewöhnliches, genau das Spiel hier. Fable Anniversary, kurze Erklärung, ist eine für PC und PC? Für auf jeden Fall für die Xbox 360 erschienene Neuauflage, eine Neuauflage des Spiels in HD mit grafischen, texturmäßigen und animationstechnischen Verbesserungen. Ja, damals auf der alten Xbox auch nicht in HD, wie gesagt. Jetzt in HD mit schickerer Beleuchtung, wie man sieht. Ich habe damals eine halbe Stunde lang die unverbesserte Standard-PC-Version gespielt, die klassische Version. Allerdings damals auf einem Notebook und das lief nicht ganz so gut. Daher habe ich das dann nicht mehr weitergespielt, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und für mich ist das jetzt das allererste Mal, dass ich in die Anniversary-Fassung einsteige. Und ich freue mich schon riesig. Ihr seht schon, Fable, ein Spiel, das, ihr seht es hier, ja, leicht mittelalterlich wirkt. Dem ist auch so, zumindest der erste Teil. Und ihr habt es gehört, wir spielen einen Held, gespalten, hin und her gerissen zwischen Gut und Böse, der sein Schicksal in der Welt sucht, hier in der Welt von Albion. Und ich freue mich schon drauf, Leute. Ihr habt gehört, unsere Schwester hat Geburtstag und wir brauchen ein Geburtstagsgeschenk. Und dafür brauchen wir Geld und das bekommen wir von unserem Vater für gute Taten. Sprecht mit Personen, die auf eurer Karte einen grünen Punkt haben. Sie haben etwas Interessantes zu sagen und leuchten grün, wenn ihr euch nähert. Drückt A, um mit einer so gekennzeichneten Person zu sprechen. Und damit sind wir zum allerersten Mal im Spiel. Ich muss sagen, grafisch sieht es auf jeden Fall besser aus, natürlich, als damals die klassische Version. Oben rechts sehen wir eine kleine Karte, unsere Umgebung, oben rechts auf der Karte eine kleine Nadel, die uns die Tageszeit anzeigt. Oben links unsere Lebensenergie, die sehr gering ausfällt. Und hier natürlich unseren Helden. Was mich gerade überrascht, es gab gar keine Auswahl, ob Männlein oder Weiblein, oder? Interessant. Hier gut, gesteuert wurde ganz normal mit dem linken Stick. Und das ist dann wohl unser Vater, Brom. Wenn ich etwas über dein gutes Benehmen höre, gebe ich dir Geld für das Geburtstagsgeschenk deiner Schwester. Das höre ich gerne. Und das ist dann wohl unser Haus, oder? Oh, die Musik ist schon so klasse, oder? Dieser Schrank ist voll alter Decken. Ja, die helfen uns, glaube ich, nicht wirklich weiter. Darin ist nur die Kleidung eures Vaters. Diese Bücher gehören euren Eltern. Sie sehen uninteressant aus. Naja, wenn das Spiel das denkt. Ihr findet das Tagebuch eurer Schwester.
Erntemonat Tag 15. Mutter ist wieder fort. Sie sagt uns nie, wohin sie geht. Vater scheint traurig zu sein, wenn sie geht. Das ist nachvollziehbar. Erntemonat Tag 18. Ich hatte letzte Nacht wieder den Albtraum. Da ist dieser große Raum und in der Mitte ein großes schaukelndes Licht, das mich hineinzuziehen scheint. Ich konnte wieder nicht erkennen, was in seiner Mitte war. Und das will ich auch gar nicht. Tag 19. Ich hatte noch einen Traum. Ich machte Geburtstagsgeschenke auf und war sehr glücklich. Dann geschah etwas so grässliches, dass ich aufwachte, aber ich glaube, der Teil war nur ein Traum. 21. Heute ist mein Geburtstag. Ich wette, mein Bruder vergisst das wieder, aber wenigstens kommt Mutter zurück. Ich bin früh aufgestanden und habe übers Meer geschaut. Jetzt gehe ich im oberen Feld spielen. Ah ja, das ist dann heute. Ihr seht unten links, wir haben 0 Goldmünzen. Und oben rechts, diese Englein-Anzeige sagt auch, dass wir nicht gerade engelartig sind, würde ich mal behaupten. Oh Mann. Ah, ihr seht schon, das Spiel hat einen sehr, sehr eigenwilligen Grafikstil, der sich konstant durchsetzen wird. Aber glaubt mir, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es wunderschön. Denn Fable ist wirklich magisch, wie ich finde. Ihr seht die grünen Punkte oben auf dem Kompass. Diese markieren Personen, mit denen wir reden können. Es wirkt unglaublich stimmig, oder? Ich gehe mal kurz ins Menü. Ah, letzte Kontrollpunkte. Okay, sehr schön. Wen haben wir denn hier? Was willst du? Ich habe gerade mit diesem Nervbolzen zu tun. Das ist aber nicht sehr nett, mein Freund. Er hat mit meiner Schwester und ihrem blöden Teddy gespielt und das hat mich genervt. Ah ja. Jetzt gibt er ihn mir nicht, weil ich gesagt habe, ich würde seinen blöden Kopf abreißen. Ja, so redet man aber auch nicht. Ich habe ihm gesagt, wenn er nicht tut, was ich sage, mache ich ihm die Hölle heiß. Nächste Woche will ich mehr Taschengeld. Das ist aber nicht in Ordnung. Holt ihn weg von mir! Hilfe! Er geht durch die Stadt und verhaut alle, die kleiner sind als er. Aber du siehst kräftig aus. Ich wette, du könntest ihn endgültig verjagen. Ja, ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ihr könnt Charaktere nur dann angreifen, wenn sie rot markiert sind. Zum Angriff auf einen nicht feindseligen Charakter müsst ihr ihn anvisieren, indem ihr die linke Taste drückt, die LT-Taste drückt, und haltet und dann X drückt. Okay, das ist der sogenannte Sicherheitsmodus. Ja, wir können gar nicht speichern, das ist super. Das heißt, wir markieren ihn und ihr seht, jetzt können wir ihn angreifen, jetzt nicht mehr. Jetzt können wir ihn angreifen, jetzt nicht mehr. Das heißt, wir könnten normalerweise keine verbündeten Einheiten angreifen. So, wir markieren ihn mal und sorgen mal dafür, dass die Kinder der Stadt etwas mehr Sicherheit haben, oder? Meiner Mutter für mich geputzt. Red nicht so. Ihr seht unten rechts auf dem Steuerkreuz übrigens, jetzt aktuell können wir mit der A-Taste, der grünen Taste reden und mit der X-Taste schlagen. Wollen wir mal, oder? So. Tut mir leid, ich lasse ihn in Ruhe. Aber bitte hau mich nicht mehr. Tja. Danke sehr. Danke sehr. Hier, kümmer du dich um Rosie. Bei dir ist sie sicher. Ein Teddybär. Dankeschön. Ein Kinderspielzeug so süß, dass einem übel werden könnte. Ja, das Spiel hat eine sehr, sehr eigenwillige Art von Humor, müsst ihr wissen. Ich freue mich schon so riesig drauf, Leute. Ihr habt eure erste gute Tat vollbracht, indem ihr den kleinen Jungen geholfen habt. Vergesst nicht, mit eurem Vater zu sprechen, um eure Belohnung zu erhalten. Ja, und damit sind wir ein bisschen besser geworden, oder? Genial. Ich freue mich so riesig auf dieses Spiel, Leute. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Weil Fable eben so etwas Idyllisches, Friedliches, Liebevolles hat. Es ist wie eine kleine Fabel. Blöde Bezeichnung, ich weiß, aber es ist halt einfach so. Was haben wir denn hier? Ein Lagerhaus, wie es aussieht. Oh, dem Himmel sei Dank. Hör mal, Junge, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, wirkt ziemlich zwielichtig, oder? Ich muss mal dem Ruf der Natur folgen. Bleib hier und bewach diese Waren für mich, ja? Er muss also mal dem Ruf der Natur folgen. Dem Ruf der, des Wasserlassens, wenn er mich fragt. Stell dich einfach zwischen die zwei Stapel und reg dich nicht vom Fleck. Ich lege ein gutes Wort für dich ein, wenn ich wiederkomme. Also, es dauert nicht lang.
Klingt nach einem Angebot, oder? Mein Vetter sagt, in den Fässern dieser Lagerhäuser könnten tolle Sachen sein. Das ist schön, mein Kleiner. Schnell! Zertrümmer die Fässer, während er weg ist, und guck rein. Nee. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher interessiert daran, ein guter Charakter zu sein. Falls du keine Angst hast, falls du nicht nur eine große Heulsuse bist. Komm schon, wir zerknüppeln was. Willst du nur wie eine Statue da rumstehen? Ja, tatsächlich. Gut sein ist doch so langweilig. Nein, es ist nicht, glaub mir. Würdest du nicht lieber was zerdeppern? Nein, würde ich nicht, danke, kleiner Rotzlöffel. Los, wir haben noch Zeit, bis er wiederkommt. Nein, wir machen gar nichts kaputt, hör auf damit. Du verführst mich nicht. Du bist ja so ein Langweiler. Ja, wenn du das denkst. Tut mir leid, Leute, aber... Nee, auf den Kleinen höre ich nicht. Ich meine, als würden wir uns von dem beeinflussen lassen, oder? Wir sind doch ein Held, ein guter Mensch. Dann tu eben deine dummen, guten Taten. Genau. Sehr schön. Da kommt er auch schon. Ausgezeichnet. Danke, Junge. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Glaube ich dir. Ich sag deinem Paps, was für ein toller Wächter du bist. Ihr habt eine gute Tat vollbracht. Vergesst nicht mit eurem Vater. Ja, machen wir schon. Und nochmal zwei Güte erhalten. Ach, wie süß die Hühner sind, oder? Oh, Leute, ich freue mich so riesig auf das Spiel. Und nein, wir werden die Fässer nicht zerdeppern. Naive Kinder, die da jetzt echt drauf gehört hätten. Ah, okay, wenn man die A-Taste gedrückt hätte, sprintet man. Seht's mal an. Die Steuerung ist übrigens so eingestellt, wie sie auch damals, oder wie sie auch in Fable 2 und 3 ist. Das kann man im Menü einstellen. Der Nahkampfangriff. Mit dem linken Stick oder dem Steuerkreuz durchblättert ihr das Inventar. Mit A wählt ihr eine Option aus und mit B gelangt ihr zurück zum vorherigen Menü. Mit zurück kehrt ihr jederzeit ins Spiel zurück. Ah, okay. Ah. Hier haben wir die aktuellen Quests. Sucht euren Vater, damit ihr das Gold für eure guten Taten bekommt. Besorgt eurer Schwester ein Geburtstagsgeschenk, okay? Das Tagebuch. Ja, das sind nur allgemeine Erklärungen. Ausrüstung. Der Teddybär. Quests. Karte geht noch gar nicht. Okay, sehr schön. Ja, wir werden uns noch mit allem vertraut machen, Leute. Und ich bin echt auf die Handlung gespannt. Wie gesagt, ich kenne nur Fable 2. Tut mir leid, ich habe jetzt leider keine Zeit für dich. Das ist sehr nett von dir. Du Rotzlöffel. Du hättest die Fässer zerschmettern können, als er weg war. Feigling. Selber. Also wie gesagt, dass sich davon beeinflussen lässt, na? Tut mir leid, ich habe jetzt leider... Ja, sagst du bereits. Ah Mann, ist aber schön hier, oder? Hey, wer bist du denn? Ich habe Rosie verloren. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Ach, was für ein Zufall. Ich muss heute ihre Füllung wechseln und ich kann sie nicht finden. Hilfe, bitte. Sie ist ein hübsches kleines Bärchen mit einem blauen Flecken auf dem Fellrücken. Kommt mir bekannt vor. Dem Mädchen den Teddybär geben. Ja, natürlich. Es ist immerhin ihrer. Du hast Rosie gefunden. Recht herzlichen Dank. Was wir anhaben, ist schon komisch, oder? Ich meine, man könnte die Handschuhe nach oben hin etwas kürzen und dafür zumindest unseren Bauch bedecken, oder? Sieht schon sehr, sehr seltsam aus. Komm, Rosie. Wir wechseln deine Füllung. Und erneut eine gute Tat. Sehr schön. Ja, es wird, ne? Es wird und wird. Oh, Leute, ist das schön. Und ich will gar nicht weitermachen. Ich will einfach hier stehen bleiben, wisst ihr das? Oh, Mann. Wen haben wir denn hier? Na? Du bist ein guter Junge. Wer weiß, vielleicht wirst du eines Tages auch Stadtwächter. Ja, vielleicht. Wenn ich dann auch so eine schicke Robe tragen kann, warum nicht? Also ehrlich, wo steckt mein Taugenichts von einem Mann? Das klingt nicht gut. Wo steckt mein treuloser, fauler Mann? Ist bestimmt wieder bei so einem Weibsbild. Oh oh. Ich mache ihm den Haushalt, erziehe seine Kinder und was habe ich davon? Nichts. Ja, hier jetzt eine unterhaltsame Nebengeschichte, in Realität natürlich dann grausame Wahrheit. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest, ja? Versprochen. Fremdgeher werden natürlich direkt bestraft, das glaubt ihr wohl.
Und ich habe so das seltsame Gefühl, als würden wir hier bei diesem Punkt, der etwas weiter außerhalb liegt, fündig werden. Sieht aber auch klasse aus, oder? Ich bin verzaubert. Schade, reinkommen wir nicht. Na? Gibt es eine Geburtstagsparty für deine Schwester? Das erzählt man sich so, habe ich gehört. Ach, und schön ist es hier, oder? Ein kleines, schönes Örtchen. Versorgt sich scheinbar selber und... ja, lebt in Frieden. Du bist den anderen ein Vorbild, Junge. Nur weiter so. Das höre ich gerne. Ach, wie schön das Wasser gemacht ist. Ach, und die Musik ist so toll. Tut mir leid, Leute, aber ich bin so fasziniert. Ich liebe Fable. Theresa, ich glaube, das ist unsere Schwester, oder? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Hallo, kleiner Bruder. Ich hoffe, du hast nicht wie letztes Jahr vergessen, was für ein Tag heute ist. Tut mir leid, wenn ich dich gestern Nacht geweckt habe. Es war wieder so ein Traum. Ich stand auf diesem Feld, als was passierte. Aber ich weiß nicht mehr was. Aber egal. Ich warte immer noch auf mein Geschenk. Okay. Das kommt schon noch, glaub mir. Natürlich kommt das Geschenk noch, um Gottes Willen. Theresa. Genau wie sie im Tagebuch geschrieben hat, spielt sie. Schön, schön. Ah, ist das toll. Es tut mir leid, Leute, aber ich fühle mich gerade ein bisschen zurück in die Vergangenheit gezogen. Es erinnert mich einerseits damals, als ich will ja nicht lügen, im Zug saß und Fable zum ersten Mal gespielt habe, hier den ersten Teil. Andererseits denke ich auch direkt wieder an Fable 1. Fable 2, Entschuldigung. Damals, auch schon vor einigen Jahren, ein Geburtstagsgeschenk. Na? Hallo Junge, ich bin Händler. Ich ziehe herum und kaufe und verkaufe Waren. Besonders so netten Leuten wie dir. Okay. Ein kleines Mädchen sagte, ihr hättet eine Schwester und die hätte Geburtstag. Anscheinend hast du noch kein Geschenk für sie. Zufällig habe ich hier eine Schachtel mit leckeren Süßigkeiten. Die erfreuen garantiert jede Schwester. Und das für nur 3 Goldstücke. Ja, haben wir noch nicht, oder? Leider scheint euer Beutel etwas leer zu sein, junger Herr. Ich will doch nur 3 Goldmünzen. Eurer Schwester werden sie schmecken. Vergiss nicht, dein Vater gibt dir Geld, wenn er gute Neuigkeiten über dich hört. Woher weißt du das denn? Na gut, dann wissen wir, was wir zu tun haben. 3 Goldmünzen brauchen wir. Na? Unterwegs zum Spielen, ja? Nicht wirklich, eigentlich möchte ich Geld verdienen. Kinderarbeit. Aber okay. Dann ist hier noch ein weiterer grüner Punkt. Wen haben wir denn hier? Aha. Aha. Was? Ich wollte doch nur... Ich kenne diese Frau überhaupt nicht. Wer ist sie? Ganz, ganz schlechter Versuch, Freundchen. Hör her. Kein Wort davon. Hast du verstanden? Meine Frau ist mit den Kindern daheim und ich bin angeblich bei der Arbeit. Aber ein Mann sollte tun und lassen können, was er will, richtig? Falsch. Wenn du dieses kleine Geheimnis bewahrst, gebe ich dir ein Goldstück. Träum weiter. Nehmt ihr ein Bestechungsgeld und begeht eine böse Tat. Obdacht, Gerüchte machen in Oakwell schnell die Runde. Nein. Sag meiner Frau nichts davon. Sie darf das nie erfahren. Wird sie aber. Tut mir leid. Troll dich. Wir haben zu tun. Das war ein Miststück, oder? Frauen, die bereit sind, Ehen oder Familien zu zerstören. Natürlich ist es auch von dem Mann abhängig. Ach, wie schön. Seht's euch an. Genau diese Stadt hier werden wir übrigens auch in Fable 2 besuchen. Oder dieses Örtchen, eher gesagt. Kann ich am Popo kratzen. Wie gesagt, Frauen sind natürlich... Frauen, die bereit sind, Familie zu zerstören. Und natürlich auch Männer, die bereit sind, ihre Familie zu opfern. Nur für Intimitäten. Primitiv, wenn ihr mich fragt. Aber okay, anderes Thema. Boah, wir werden von 6, 7, 8, 9 Leuten gesehen. Oben links das Auge zeigt, ob wir gesehen werden und von wie vielen Leuten. Wo steckt mein treuloser, fauler Mann? Ganz schlechte Nachricht. Ist bestimmt wieder bei so einem Weibsbild. Ich mache ihm den Haushalt, ziehe seine Kinder und was habe ich davon? Nichts. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest, ja? Ja, und wir werden nicht lügen. Der Frau von ihrem untreuen Ehemann erzählen. Wirklich? Also aus dem mache ich Balverine-Futter. Danke, junger Herr, für die Information. Er verkörpert so recht den Geist von Oakway. Warte, bis ich den Lump in die Finger kriege.
Oh, oh. Ja, wären nur alle Kinder so wie er, meint er uns damit? Ich glaube schon. Wir folgen ihr mal. Ich glaube, das wird lustig und böse zu gleichermaßen, oder? Treuloser Bastard! Ich sollte sie dir abhacken! Beleidige mich nicht mehr! Meine Mutter hatte recht mit dir! Meist, ich habe nur Augen für dich, meine Süße. Wenn du glaubst, dass ich für dich koche und putze, während du mit deiner Schickse unterwegs bist, hast du dich aber geschnitten. Wer ist sie überhaupt? Eine Schnepfe aus dem Dorf? Jünger als ich, nicht wahr? Treuloser Bastard! Ich sollte sie dir abhacken! Bitte, Liebes, ich kann alles erklären. Beleidige mich nicht mehr! Meine Mutter hatte recht mit dir! Ach, und jetzt auch noch dick auftragen, was? Du hast ja Nerven. Treuloser Bastard! Ja, ja, viel Spaß, ihr zwei. Ich danke dir für die Information. Beleidige mich nicht mehr! Ja, ja, mach dir beiden mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, die Mutter hatte scheinbar wirklich recht mit ihm. Na gut, wir sprinten mal. Vater, Vater, ich habe ganz, ganz viele gute Taten vollbracht, weißt du das? Gut gemacht, Junge. Hier ist deine Belohnung für die guten Taten. Das müsste ganz schön viel sein. Ich glaube, du hast schon genug beisammen, Sohn. Hast du mit dem Händler gesprochen? Ihr habt jetzt genug Gold für ein Geschenk für eure Schwester. Das Siegel, Symbol auf eurer Karte, zeigt den Ort der Person, des Objekts oder des Ortes, den ihr als nächstes oder wo ihr als nächstes hingehen solltet. Euer Hauptziel wird immer auf diese Weise angezeigt. 4 Münzen, danke. Tu mehr gute Taten, dann gebe ich dir mehr Gold. Ich glaube, viel mehr Taten gibt es nicht, Vater, aber danke. Ah, okay, mit dem rechten Stick können wir die Karte groß machen oder sogar ausblenden. Und schleichen können wir mit dem linken Stick. Gut zu wissen. Na gut, dann wollen wir mal zum Händler gehen, oder? Unsere Schwester wartet schließlich auf ihr Geschenk. Zu eurem Glück habe ich diese Süßigkeiten noch. Schnell, gebt mir 3 Goldstücke und sie gehören euch. Natürlich, für unsere Schwester machen wir doch alles, oder? Junger Herr, sie gehören euch. Wünscht eurer Schwester alles Gute zum Geburtstag, ja? Versprochen. Pralinen. Wer kann derartigen Leckereien widerstehen? Wer weiß das schon? Oh Mann, wunderschön gemacht. Hier natürlich auch das Wirtshaus, darf natürlich auch nicht fehlen. Und unser neues Ziel ist jetzt bei unserer Schwester. Deine Mutter ist in letzter Zeit häufig nicht zu Hause, was? Danke, erinnere mich noch dran. Schmerzt der Sohn nicht stark genug? Oh Mann, und ob sich unsere Schwester über die Pralinen freuen wird, Leute? Ich glaube, das erfahren wir erst beim nächsten Mal, oder? Hallo Huhn. Ich frage mich gerade nur, können wir eigentlich speichern? Inhalt wird gespeichert. Okay, scheinbar. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter, bei Fable Anniversary, und werden herausfinden, inwiefern sich unsere gute Theresa über die Pralinen freut. Ich bin gespannt, hoffe, dass sie sich sehr darüber freut und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier mit Fable.